Wenn man von Magie im Zusammenhang mit Wirtschaftspolitik spricht, dann liegt man gar nicht so falsch. Nicht etwa, dass unsere Politiker über magische Kräfte verfügten. Nein, das sicher nicht. Aber für den Nichtfachmann hat das sehr komplexe Funktionieren der Marktwirtschaft manchmal etwas Geheimnisvolles, etwas Magisches. Marktwirtschaftlich orientierte Länder verfolgen heute fast ausnahmslos die wirtschaftspolitischen Ziele, die im sogenannten magischen Viereck zusammengefasst sind. Was für den kleinen Baum Sonne, Luft, Wasser und die Nährstoffe sind, das sind für die Wirtschaft die drei sogenannten Wachstumsfaktoren. Die Erwerbstätigen. Die Ersparnisse von Bürgern und Unternehmen, die für Investitionen bereitstehen. Und der technische Fortschritt. Wirtschaftswachstum ist die langfristige Steigerung der Güterproduktion in einer Volkswirtschaft, die Zunahme von Bruttoinlandsprodukt und Wohlstand in der Bevölkerung. Geld. Die simplen Metall- und Papierstücke erhalten ihren Wert erst durch das Vertrauen der Menschen, für eingenommenes Geld später auch wieder etwas Adäquates kaufen zu können. Inflation bedeutet allgemein steigende Preise, führt zu Geldentwertung und macht aus dem Wert des Geldes eine Illusion. Inflation untergräbt auf Dauer das Vertrauen der Menschen in Geld und Wirtschaft. Die Länder der Welt haben alle ihre Stärken und Schwächen, auch beim Herstellen von Waren und beim Erbringen von Dienstleistungen. Was liegt also näher, als sich zum gegenseitigen Vorteil zu ergänzen? Jeder produziert das Gut, das er besser oder billiger herstellen kann als andere. Dann versorgt man sich per Im- und Export gegenseitig mit allem. Das Ganze nennt man internationale Arbeitsteilung. Sie ist die Antriebsfeder des Welthandels, der Motor der Weltwirtschaft. Ein hoher Beschäftigungsstand ist eines der politischen Ziele im magischen Viereck. Mit gutem Grund. Wer einen Arbeitsplatz hat, der verdient Geld. Geld, das Kaufkraft und Konsum für die Wirtschaft bedeutet. Wer Arbeit hat, zahlt seinen Beitrag in die sozialen Sicherungssysteme und Steuern an den Staat. Wer einen Vollzeitjob hat, dem fehlt die Zeit für Schwarzarbeit. Mit Arbeit ist man ausgefüllt und geht die Zukunft positiv an. Ein hoher Beschäftigungsstand der Bevölkerung hat also viele Vorteile.